Es war in Wahrheit eine Stunde alles erfassender Gärung. Der sanfteste noch geriet in Erregung. Aufruhr, Kampf der Überzeugungen, Leidenschaften erfüllten die Mauern einst friedlicher Häuser mit ihrem Lärm. Zu jener Zeit war der Boden des täglichen Lebens zu heiß, um den Fuß draufzusetzen. Revolution! Aufbruch des Bewusstseins gegen Tyrannei! In diesem Geiste begibt sich das Freiheitsdrama von Leonore. Machen wir uns auf, ihrem ursprünglichen Wege zu folgen. Leonore, unbeirrbar von der Willkür der Macht, die den Gatten, den Streiter für Menschenrecht, in Nacht und Verheerung stieß, erkämpfend das hohe Ziel ihrer Liebe, Freiheit, auf den geheimen Wegen der Hoffnung. Aber frei auch und eigenwillig spielt die Verkleidung, die ins Gefängnis ihr Einlass verschafft hat. Sie schließt das Herz der Kerkermeisters Tochter auf und erfüllt es mit jubelnder Lust. Bleibt auf dem Liebespfad zu Marceline Giacchino, der Schließer. Was tun mit seinem drängenden Werben?
Ihr ganzes Gefühl gehört jetzt Fidelio. Boch, 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 Giacchino, lass es klopfen. Bist doch schon die ganze Tag am Rauf und Runterrennen wegen der Scheißklopperei. Bist du ein Mann oder was bisse? Ran ans Mädchen. Jetzt, Schätzchen, jetzt sind wir allein. Wir können vertraulich umfahren. Es wird ja nichts Wichtiges sein. Ich darf meine Arme nicht zaudern. Hört ihr, trotzige Du? So sprich nur, ich höre ihr zu. So sprich nur, ich höre ihr zu. Ich höre zu, ich höre zu. Wenn nicht freundlicher Blick ist, so bring ich kein Wörtchen hervor. Ich bin nicht mehr, wer weiß, das ist nicht mehr, wer weiß.
Rocco, der Vater, springt der Tochter bei. Des Lieblings liebreichen Blick für Fidelio bemerkt er wohl und sieht es gern. Manch gutes Geld hat ihm des jungen Mannes Geschick zum Geschäft gespart, gebracht. Und gilt es abzudanken, den ersten Schwiegersohn ins P, so wird nach altem Brauch eine Lebensregel aufgestellt. Ein Mann ist bald genommen, gleich nimmt, was ich ein Wein. Doch macht ihm sein Vertrein, kann bald die Reue kommen, ja bald die Reue kommen. Ist euch das Jahr entfahren, das Kinder merkt euch fein, merkt euch fein. Dann hilft nach langen Jahren euch nimmer das Nein, nein. Dann hilft nach langen Jahren euch nimmer das Nein, nein. Ihr sollt da nichts entfahren, weiß woher. Doch wundersam hat seine Gegenwart allen alles verändert. Sie sinnen, was innen, was sie bewegt.
Gefühl ist gut, doch Geld ist besser. Wer dürfte da mit Rocco streiten? Und ehe ihr schifft in ehliche Gewässer, lasst euch von seiner Einsicht leiten. Hat man nicht auch Gold bei Leben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig schleppt sie vor das Leben, wahres Leben stellt sich ein. Ja, wahres Leben stellt sich ein. Doch wenn sie in die Taschen frei klingelt und träumt, da hängt man das Glück an den Fächen. Ein Amt, hohe Hürden, ein Amt, hohe Hürden, verschafft ihr das Gold. Reitende Mädchen und reitende, reitende Mädchen. Das Glück dient wie ein Knecht für Zoll. Es ist ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Dass nur Gold im Gold lache, jedes Irdenweg ist ein. Gold und Überhut und Drachen, wir schnell befriedigt sein. Ja, wir schnell befriedigt sein. Drum ist auch Fortuna den Reichen so weit. Sie tun ja nur, was sie wollen, verhüllen die Handlungen, verhüllen die Handlungen, künstlich mit Gold, worüber sie schämen sich sollen, worüber sie schämen sich sollen. Das Glück in die Jankrecht für Sold, es ist ein Mächtig, Mächtig in das Gold, das
unantastbar klar birgt Leonores Brust den ewigen Schatz von Hoffnung, Glaube und Geduld. Und Geschick, wenn bebend auch, ihr kluger Sinn. Meister Rocco, wollt ihr mir nicht vertrauen? Ich weiß, der Gouverneur ist streng, sehr streng, wo es um den Verschluss der Staatsgefangenen geht, aber ihr seid erschöpft. Ihr braucht meine Hilfe. Marceline sagt das auch. Lasst mich mit euch in die unterirdischen Gewölbe gehen. Da gibt es ein besonderes Verlies. Kaum Licht, kein Stroh. Länger als 2 Jahre, sagtet ihr, liegt der Gefangene dort angeschmiedet. Wisst ihr nicht seinen Namen? Qualvoller Schauer erfasst sie, wohl ahnend, wer er ist, den Rocco nicht nennt. Doch tiefer ist ihre Auflehnung gegen die Macht der Vernichtung und stärker ihr Mut. Unzählchen Mut, hab immer Mut, hab immer Mut, dann wird es auch gelingen, das ganze Herz durch die Gegenwart ein fürchterlichen Dingen. Das ist
Gouverneur ist da, im Panzer seiner Schergen. Man gibt ihm einen Brief. Seien Sie gewarnt, Don Fernando, der Minister, hat erfahren, dass in Ihren Gefängnissen unschuldige Menschen willkürlich festgehalten werden. Er ist auf dem Weg, Sie mit einer Untersuchung zu überraschen. Verflucht. Beißende Wut schießt Don Pizarro ins Blut und wird im kalten Kopfe zum Triumph. Florestan, der seine Verbrechen aufdecken, der ihn stürzen wollte, muss beseitigt werden, bevor der Minister erscheint. Der Rebell wird sterben. Endlich! Ein Signal. Ihr haftet mir mit eurem Kopf. Jetzt. Haltet. Haltet. Jetzt hat es eine. Dir wird ein Glück zum Teile. Du wirst ein reicher Mann. Das geb ich dir daran. Das geb ich dir. So sag doch nur in einem, womit ich dienen kann, womit ich dienen kann. Bis vom kalten Blute, von verzagtem Mute. Von langen Dienst gewonnen, was soll ich reden? Du bist so ein Mann, du bist so ein Mann.
nicht säumen, den Schaden nicht daran, den bösen Unterdrücken auf den Weg zu räumen. Den Schaden nicht daran, den bösen Untertan schnell, schnell auf den Weg zu räumen. Oh Herr, schieß doch an, oh Herr, schieß doch an. Er darf nicht länger leben, sonst wirst du was geschehen. Ich nehm ihm die Zahn aus unser Beben, aber was darf es nicht werde schehen? Kleine Ferne, du gräbst in der Zisterne. Sehr schnell ein Grab. Und dann werd ich schnell vermummt, wie in den Kerker schleichen. Ein Stoß! Und er verstummt. Hast du mich verstanden? Du gibst ein Zeichen, dann werd ich schnell verruht, mich in den Kerker schleichen. Ein Stoß! Und er verstummt. Er stellt mit seinen Ketten zu kurz vor seinem Bein. Sein Tod, du kannst nicht treffen. Dann will ich ruhig sein. Begegnet Marceline. So sicher glaubt sie sich von Fidelio geliebt. Es peinigt Leonore, das Mädchen zu hintergehen. Doch ihr bleibt keine Wahl. Sie darf den Weg nicht gefährden, der sie zu Florestan führen soll.
fernsten Steine des dumpfen Gemäuers, das so lang den Geliebten dem Leben verschloss, fast ist Leonore, als sprächen sie jetzt wie Freunde zu ihr. Leonore, der Augenblick ist nah, dein Gefühl trügt nicht, dein Gatte lebt. Rette ihn, rette, du wirst dein Werk vollbringen. Schlag, mit jedem Schlag, immer neuen Schmerz und Bange Angst.
recht gut, recht gut. Zusammen rafft ich meinen Mut und trug ihm alles vor. Und sollst du's glauben, dass er zur Antwort mir gab? Die Heirat und dass du mir hilfst, will erlauben. Noch heute führ ich in die Kerke dich hinab. Gemacht. So eine Frau.
so, nur noch ein Wort, nur noch ein Wort. Kommt ja schon, du weißt, wer ihr kommt und kennt seine Wut. Wie Mädchen in den Trommel, der Welt ist mein Blut. Erst hat mich gelogen und jetzt ist er tot. Erst hat mich gelogen und jetzt ist er tot. Florestans Not im Dunkel tauber Einsamkeit, wohin kein Laut des Lebens dringt, mahnt an die Klage: O Vorsehung, lass einmal einen reinen Tag der Freude mir erscheinen. So lange schon ist der wahren Freude inniger Widerhall mir fremd. O wann, o wann, o Gottheit! Kann ich im Tempel der Natur und der Menschen ihn wieder fühlen? Nie? Nein. Oh, es wäre zu hart. Florestan bedürfte des Trostes. Er hat kein Mitleid mit sich. Ach, könnte er hören die Worte des Bruders im Geiste.
Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unseres Schicksals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts, als mutig gefasst, die Zügel festzuhalten. Er nahm den schwersten Kampf auf sich gegen Despotismus und Gewalt.
In diesem unterirdischen Gewölbe. Das ist natürlich. Es ist ja so tief. Ich glaubte schon, wir würden den Eingang gar nicht mehr finden. Da ist er. Wo? Dort, auf dem Stein. Er scheint ganz ohne Bewegung. Vielleicht ist er tot. Ihr meint es? Das müssen wir benutzen und ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es
Trümmern ist die Zisterne, von der ich dir gesagt habe. Wir brauchen nicht viel zu graben, um an die Öffnung zu kommen. Du zitterst! Fürchtest du dich? Oh nein, es ist nur so kalt. So mache fort. In der Tiefe, wo Machtwahn und Menschenverachtung dem Tod ihn auf die Schippe werfen will, erkennt Leonore den geschundensten aller Gefangenen. Gott, er ist es! Und
Beinahe bricht das Herz, so lange stark im Ertragen von Leid und Hoffen, im Widerstreit von Freude und Schmerz ihr jetzt hin. Doch als er fleht, aus Barmherzigkeit, gebt mir zu trinken, und Rocco, noch widerstrebend, Fidelio, ruft, und da dies Restchen Wein magst du ihm bringen, ergreift sie den Krug und reicht, bebend, zur Linderung ihn dar, dem geliebten Manne, der sie nicht kennt. Thank you.
Rocco eilt, dem Gouverneur das vereinbarte Zeichen zu geben. Der Tod ist nah. Doch Leonore, auch jetzt noch, spricht Florestan Trost zu. Vergiss nicht, dass über uns eine Vorsehung waltet. Ja, es gibt eine Vorsehung. Erst wissen, wer ihm sein stolzes Herz zerfleischt, der Rache dunkel weit verlissen. Sehe, hast du dich enttäuscht, die Zalo, den du fürchten wolltest, die Zalo, den du fürchten solltest.
ich noch nicht fassen, zu denken wag ich's kaum. Sie hat mich nicht verlassen. Sie war, sie ist tot.
Oh.
müssen endlich Aufgeklärte und Unaufgeklärte sich die Hand reichen. Doch höre erst, du böse nicht, du konntest dich an seinen Leiden zwei Schrecken voller Jahre weinen. Du wirst nun an denselben Stein ein Leben durchgespielt sein. Allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Wer ist doch so, wer nicht bestraft? Ein höherer Geist vom Himmel gesandt muss diese neue Religion unter uns stiften. Es wird das letzte große Werk der Menschheit sein. König wird dein Richter sein. Kommt, Freunde, lasst uns zu ihm eilen. Er wird mit mir die Wonne teilen. Erfolgte Unschuld zu befreien. Stimmt in unseren Jubel ein. Stimmt in unseren Jubel ein. Wie geht's?